Ja, ich bin sehr zufrieden. Also die ersten Versuche waren wirklich nicht einfach, um es milde auszudrücken. Und ja, ich freue mich tierisch, dass es hinten raus noch ein bisschen besser geklappt hat. Ich musste die Strategie ein bisschen umstellen. Aus Spaß wurde dann hinten raus ein bisschen ernst. Und ja, hat noch gereicht für über 8 Meter. Und 8,21 ist eine tolle Weite, mit der ich sehr zufrieden bin. Ja, ich wurde wirklich ein bisschen aufgeregt. Also mein Konkurrent war wirklich sehr nahe dran und das gefällt mir natürlich nicht so gut. Und ja, das Ziel war wirklich über 8 Meter zu springen und davon war ich sehr, sehr weit entfernt nach dem dritten Sprung und ich musste irgendwas ändern. Ich wusste, so funktioniert es nicht heute, ich muss irgendwas ändern und ja, versuche mich dann einfach ein bisschen zu pushen, ein bisschen ja, aggressiver anzulaufen, ein bisschen aggressiver aufs Brett zu gehen und dann hat es letztendlich auch noch gereicht. Es hätte nicht besser laufen können. Ich kann ein positives Resümee ziehen. Ich habe 2-mal Gold hier gewonnen, einmal mit den Jungs, mit der Staffel und einmal im Weitsprung. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen runterkommen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall noch weitermachen. Ich werde weiter trainieren und hoffe, dass ich vielleicht noch ein bisschen auf die Weite ein bisschen was draufpacken kann. Und ich denke, ja, ich werde auf jeden Fall ja, im besten Fall auch in Tokio nochmal am Start sein. Ich habe hier so viele emotionale Momente erlebt, wo ich ja auch echt in den Tränen nahe war. Also zum einen hat auch mein Trainingskollegen, die Franziska Liebhardt, unglaublich hier gerockt. Goldmedaille, Silbermedaille mit der Geschichte. Das war für mich wirklich hochemotional, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja, auch in der Medaille von heute im Weitsprung steckt unglaublich viel Emotion. Ich habe dafür 4 Jahre lang gearbeitet, trainiert. Und auch der Kampf, den halt ja, in den letzten 2 Jahren noch geführt habe, da steckt so viel davon drin. Und ja, deswegen ist es schon was ganz Besonderes.